Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier bei Hogwarts. Und heute müssen wir uns mal wieder den kleinen Dingen des Lebens widmen, denn wir haben so viele kleine Aufträge übrig, die wir wahrscheinlich machen müssen, sonst kriegen wir natürlich auch keine Hauptquest weiter. Jetzt machen wir erstmal schließe Professor Weasley Aufgabe. Das heißt, wir müssen ein paar Sachen sammeln und das machen wir jetzt. Zack. Auf der Karte gucken, was ist. Und auf. Dort. Und dort. Wo, da muss ich als erstes hin? Okay. Dann kürzt es den Weg dahin. Aber was weiß ich jetzt wirklich nicht. Kann man Wegpunkte hinlegen? So. Lass mal da. So, wir laufen da mal hin direkt. Dann können wir uns auch mal unsere Ausrüstung nochmal kümmern irgendwann. Das machen wir jetzt aber nicht. Ja. Ja, ich habe die letzten Tage ein paar Probleme gehabt. Ich habe mir eine neue Elgato-Karte gekauft und zwar die HDX. Weil ich dachte, dann kann ich vielleicht auch mal mit einer höheren Auflösung aufnehmen. Ich nehme jetzt immer ein Full HD auf. Ist auch ganz cool. Rebellion. In 60 FPS läuft auch super. Will ich mich auch gar nicht beschweren. Das Einzige, was mich nervt, ist, ich würde ganz gerne mal mit einer höheren Auflösung aufnehmen. Also die HDX, die kann in 1440p auch in 60 Bildern aufnehmen. Aber ich muss zugeben, ich habe leider nur Probleme damit gehabt, dass der Ton läuft nicht, dies läuft nicht. Also die ganze Zeit, das macht dann keinen Spaß. Ne? Deswegen bin ich wieder bei der HD60S Plus. Die läuft echt perfekt. Ich hatte auch eine interne Karte probiert für den Rechner, aber irgendwie das ging gar nicht. Ja, keine Ahnung warum. Geht auch nur um die PlayStation-Spiele, also für die 5er. Alles andere nämlich, die Spiele zum Beispiel, die ich vom PC mache, so wie Uncharted und so, das ist der Rechner, da hat er keine Probleme mit. Da wird nicht mal die CPU warm, wenn ich da aufnehmen für. Dafür brauche ich aber auch keine Karte, muss ich zugeben. Nun gut. So, wir müssen jetzt mal diesen Weg hier folgen. Ich renne hier wieder wer durch die Gegend, weil ich so einen Blödsinn erzähle. Dann lass mal hier hoch. Hier raus, okay. Dann in die Ecke. Oho! So. Hier ist jemand, der will uns gleich was erzählen. Ich weiß nicht, ob ich Lust habe, die Quest anzunehmen. Deswegen gehen wir erstmal hier durch. So, wir müssen eng eine Seite nämlich sammeln. Hier ist die Bibliothek. Das Gute an der Bibliothek ist. Rebellion. Sind wir lange nicht mehr drin. Guck mal. Also, ich darf jetzt einfach rumlaufen. Vorher durfte ich ja nicht hier rumlaufen. Dann muss ich mich hier reinschleichen. Ich will. Oh, warte mal. Ich muss hier ein bisschen rumgehen, weil. Hier waren wir lange nicht mehr drin und vielleicht sind ja auch Demi-Geist-Sachen. Was haben Sie jetzt vor? Vielleicht ist das Buch, das ich für Professor Weasley holen soll, oben. Das kann sein. Wir gehen erstmal hier durch, die Bibliothek. Denn wer weiß, ob wir nicht hier noch irgendwas finden, was wir gut gebrauchen können. Rebellion. Das ist hier hinter den Dings. Aber wie kommt man da rein? Kann ich das ausmachen? Warte mal, kann ich das ausmachen mit hier so einem... Da, den Zauber vielleicht? Klasse. Rebellion. Okay. Hätte ich nicht hier auch ein Demigeist sein können? So ein Scheiß. Ah, es garantiert einer hier irgendwo in der Bibliothek, weil das würde mich jetzt wundern, wenn hier keiner wäre. Das würde mich wirklich wundern. Kann eigentlich nichts anderes. Was ist das? Professor Black, dürfte ich ein Zauberverbot im Weg vorschlagen? Jemand hat sich in der verbotenen Abteilung geschlichen und Cressida Blume scheint die Bibliothek als ihre persönliche Arena zu betrachten, in der sie die neuesten Beschwörungsformen übt. Das ist äußerst störend. Man könnte Peeves im Vergleich zu solchen Posten als zahm bezeichnen. Okay. Mal, direkt abgestempelt alles. Automatisch. Nein, wir brauchen eine Bibliothek. Dieses Buch, um das mich Professor Weasley bat, sollte hier irgendwo sein. Ja, wir finden das schon auch noch. Wir können die Treppe. Rebellion. Gehen wir erstmal hoch. Hoch.
Alles sammeln. Bibliothekar. Der alte, ne? Dann ist wieder so eine magische Statue, die man auch nutzen kann. Da ist ein Spiegel. Auch nicht schlecht. Dann werden wir den Spiegel mal kurz benutzen. Lumos. Da ist so ein Typ, der macht mit seinem Mund. Habe ich den nicht gerade eben hier gesehen? Da hinten meine ich. Wäre das nicht hier? Da ist er. Okay. Komm mit. Ich will kurz darüber bringen. Zu einem Spiegel. Ja. Lumos. Sehr gut. Revelio. Suchte das Buch Verwandlung die Zwischenstufen? In dem Jahr. Professor Weasley hat mich um etwas aus diesem Buch gebeten. Darf ich es haben? Ist das so? Ich gebe dir das Buch, wenn du so nett bist und ein paar meiner Quizfragen beantwortest. Ach nö. Quiz? Manche Leute nennen Wissenshappen Trivialitäten. Ich finde, kein Wissen ist trivial. Deshalb habe ich ein kleines Quiz erstellt. Nur zum Spaß. Es geht hauptsächlich um Überlieferungen der Zaubererwelt. Niemand sonst will es versuchen, egal wie oft ich frage. Alle sagen, sie haben mit den Schulaufgaben genug zu tun. Sie legen nicht so viel Wert auf Wissen wie ich. Du bist doch sicher interessiert. Ich fange auch mit ein paar meiner einfachsten Fragen an. Natürlich tust du das. Dann fang an. Ein Quiz klingt nach Spaß. Großartig. Nur noch ein paar Fragen und dann gebe ich dir das Buch. Fangen wir an. Welches magische Wesen wurde vor der Erfindung des goldenen Schnatzes beim Quidditch verwendet? Oh Gott. Der Schlangenvogel? Der Schlangenvogel. Nein, falsch. Die Antwort lautet der goldene Schnatzer. Okay. Der Schnatzer wurde erstmals 1209. Welcher Trank wird häufig als flüssiges Glück bezeichnet? Oh, das weiß ich. Felix Felicis. Felix Felicis. Gut gemacht. Da er dem Trinkenden vorübergehend Glück bringt, ist Felix... Ja, um ja. Welche magischen Artefakte geht es im Märchen von den drei Brüdern? Heiligtümer des Todes. Heiligtümer des Todes. Richtig. Laut Beedle dem Baden bestehen die Heiligtümer des Todes. Welcher Ball im Quidditch ist der größte? Der Klatscher. Der Quaffel, ne? Der Quaffel. Das stimmt. Wenn ein Jäger den Quaffel in ein... Wahr oder falsch? Der Vielsafttrank erlaubt es, die Spezies zu wechseln. Ja, ne? Wahr. Tatsächlich lautet die Antwort falsch. Der Vielsafttrank kann zwar Dinge wie Alter Ach so, oder war das Aussehen ja, stimmt. Verändern. Ja, hast ja recht. So, ich denke, das reicht langsam. Ich lege das Buch hier. Wenn du dein Wissen noch einmal testen möchtest, kann ich dir noch. Und ich werde dir auch keine leichten Fragen mehr geben. Die nächsten werden schwieriger. Okay, Quiz-Tante, nicht jetzt. Ich habe gerade keine Zeit. Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Mach ich. So. Ich habe das Buch zurück auf das Podest gelegt. Mit Revelio sollte das schnell gehen. So, die Seite haben wir. Und jetzt noch die andere Seite sammeln. Aber ich muss noch hier gucken, ob ich hier nicht noch irgendwie was finde, was wir brauchen. Revelio. Okay, können wir nochmal. Wir gehen nochmal in die alte Bibliothek rein. Da könnte man auch nochmal. Oh, wird ganz schwindelig hier. So, wo war nochmal die alte Bibliothek? Da sind wir reingekommen. Wo war denn mal die geheime Bibliothek? Wisst ihr das noch? Ich weiß es nicht mehr. Beziehungsweise die alte Bibliothek. Wo war denn die alte Bibliothek hier? Mein Gott. Wir sind hier rumgeschlichen und dann haben wir uns hier irgendwas aufgemacht, ne? Was hier? Es kann sein, dass es hier war. Revelio. Okay, gehen wir runter.
Da unten sehe ich doch schon einen Demigeist. Ich wusste, dass hier einer ist. Die Frage, ob wir jetzt da runterkommen, ne? So. Oh, warte. Danke. Du gehörst mir, Demigeist. Und auch. Revelio. Da ist noch ein Statue. Arresto Momento. Wo brauchen wir die Feder, ne? Leviosa. Dün. Was war denn nochmal hier unten alles? Ich weiß es gar nicht mehr. Schon, wollte ich das sagen. Okay, müssen wir nicht mehr runter. Wir müssen da hinten, aber ich kann auch dahin reisen, oder? Ich glaube, es ist zu lange hier. Da runter. Können wir von da nicht da hinkommen? Doch, ne? Sollte klappen. Probieren wir einfach mal. Was kann schon schief gehen? Okay. Da kommt man auch runter. Dann schwimmen wir da rein. Geht ja auch. Unterirdischer Hafen. Revelio. Okay, jetzt gehen wir hier hin. Da drüben brauche ich. Eine Augentruhe, oder? Ah. Liegt die da auf dem Steg? Revelio. Ah, da. Okay. Professor Weasleys Aufgaben sind erledigt. Ich sollte zum Verwandlungsunterricht. Das machen wir jetzt auch. Gehen direkt im Verwandlungsunterricht. Ich habe keine Lust, irgendwas anderes zu machen. Aber... Das ist also der unterirdische Hafen. Hm. Komm hier hoch. So. Wie gehen wir denn da noch hin? Ah, ich habe nicht genug Platz zum Fliegen. Hätte mich so gewundert. Und rein.
runterspringen? Nee, kann ich natürlich nicht. Wird vielleicht auch ein bisschen hart gewesen, da runterzufallen, aber. Ich glaube, ich muss da, genau. Na los, geh auf, du blöde Tür. Bin gespannt, was das alles mit den Kratzen ist. Ich habe gehört, Professor Weasley hat das Buch mit den Prüfungsantworten in eine Eule verwandelt, damit bloß niemand schummelt. Hallo, Gareth. War deine Tante in letzter Zeit etwas nachsichtiger mit dir? Leider nein. Tatsächlich gab sie mir vor ein paar Tagen eine Strafarbeit. Ich probierte in einem fast leeren Klassenraum ein neues Rezept aus und das Feuer war schnell gelöscht. Man erschafft nichts Sinnvolles, ohne ein paar Dinge in Brand zu setzen. Stimmt. Kluge Köpfe werden in ihrer Zeit nicht gewürdigt. Ich gebe nichts auf Zweifler. Wenn sie mein neues Gebräu probieren, sind Kritiken und Brände vergessen. Es wird größer als Butterbier. Oh, ich habe eine Idee. Ich sollte sie aufschreiben. Viel Glück. Mach das mal. So. Mal sehen, was wir heute lernen. Ruhe bitte. Ruhe bitte. Verwandlung, das können Sie sicher nicht mehr hören, ist eine Wissenschaft, die ewiges Üben erfordert. Aber seien Sie unbesorgt. Es kann fast alles verwandelt werden, wenn man nur das Potenzial darin erkennt. Wie das immense Potenzial, das ich in Ihnen allen sehe, wie Sie hier vor mir stehen. Vielleicht sehe ich auch nur schlecht. Nun, Sie wissen, was zu tun ist. Okay. Der Katzenkelch. Ne, der Rattenkelch, ne? Voll gemacht. Wieder was geschafft. Guck mal, die reden. Sie wollten meinen bisherigen Fortschritt besprechen, Professor? Ja, Sie scheinen sich ohne Schwierigkeiten eingearbeitet zu haben. Und Sie haben in diesem Jahr hervorragende Leistungen gezeigt. Vielen Dank, Professor. Die Zusatzaufgaben waren sehr hilfreich. Wie ich es vermutet habe. Wie es scheint, haben Sie die Möglichkeiten, die Ihnen Ihr Handbuch bietet, gut genutzt. Natürlich ist das Handbuch nicht der einzige Maßstab. Ich hörte, dass Sie einen beeindruckenden Idurus-Trank brauen. Mhm. Hoffentlich werden Sie ihn in nächster Zeit nicht brauchen, aber wenn er gebraucht wird, ist er sehr nützlich. Vielen Dank, Professor. Ich muss sagen, dass ich besonders beeindruckt bin von dem, was Sie erreicht haben, angesichts der Gerüchte über Ihre außerschulischen Aktivitäten. Hatten Ihre Treffen mit dem Hauselfen von Professor Black und die Erkundung der zahlreichen Höhlen unten am See irgendwie mit Professor Fig zu tun? Nein. Nicht doch. Ich war von den Geschichten über einen Riesenkraken fasziniert und wollte mehr erfahren. Dann traf ich auf Scrope, der mir sein Wissen gerne weitergab. Verstehe. Ich bewundere Ihre Lernbegeisterung, aber denken Sie bitte daran, dass Ihre Klassenarbeit und Ihr Handbuch Sie umfassend unterrichten sollen. Das Jahr ist bald zu Ende und Sie wollen sich sicher gut auf Ihre ZAGs vorbereiten. Zuvor stelle ich aber mit einer Abschlussbeurteilung sicher, dass Sie bereit sind. Bis dahin, gut gemacht. Sie können gehen. Danke. Gut. Seit Feldcraft ist mir etwas über das Triptychon klar geworden. Treffen wir uns am Aussichtspunkt nördlich des verbotenen Waldes und ich erkläre es dir.
Mein Plan mit dem Helm hat nicht funktioniert. Aber ich habe noch eine Idee. Wir finden, was wir brauchen in einer Koboldmine südlich von Hogwarts. Kommen Sie dorthin mit jemandem, der Koboldogak spricht. Ist alles in Ordnung? Ja, tut mir leid. Es ist nur... Ich bin übrigens Nelly. Ich freue mich nur so, dass die daedalischen Schlüssel zurück sind. Was für Schlüssel? Die daedalischen Schlüssel. Die hast du sicher herumfliegen sehen. Angeblich wurden sie vor Jahren von einer früheren Schulleiterin, Professor Mole, verzaubert, um den Inhalt einiger Schränke zu schützen. Professor Black hatte keine Lust, sie zu entzaubern, und sie tauchen alle paar Jahre wieder auf. Versuch doch, einen zu fangen. Warum sollte ich? Jeder Schlüssel führt dich zu einem verschlossenen Schrank im Schloss. Ah, jetzt haben wir Schlüssel. Wenn du den Schlüssel ins Schrankschloss bekommst, was nicht leicht ist, findest du vielleicht eine Belohnung. Vielleicht versuche ich's mal. Das solltest du. Ich glaube, ich habe sogar einen Schlüssel im Astronomieturm gehört. Halte die Ohren offen. Okay. Noch eine neue Quest. Na gut. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, was wir machen wollen. Wo sollen wir unseren Schlüssel mal suchen? Der wäre ja auch nicht schlecht, oder? Können wir mal gucken. Du hast maßgeblich zum Gartenruf beigetragen. Gehen wir kurz hoch zu dem Turm. Da können wir auch schnell hinreisen, ne? Geht vielleicht schneller. So, brauchen wir nicht so weit da hochlaufen. Das nervt ja auch immer die ganze Gerenne. Arrestung! Ein daedalischer Schlüssel. Wohin der mich wohl führt? Ja, wo ist denn da hin? Da. Okay. Da ist der Schrank. Wie bekomme ich den Schlüssel rein? Na, das war nichts. Was wollen wir machen? Ja. Ah, okay. Was? Eine alte Münze. Vielleicht kann Nelly etwas damit anfangen. Eine Hausmarke. Nein, was für eine blöde Bibliothek, oder? Na egal. Hätten wir auch anders hinlaufen können, aber egal. Oh, das war gerade hell. Konntest du einem der daedalischen Schlüssel folgen? Hallo Nelly. Ich konnte einen daedalischen Schlüssel ins Schloss bekommen. Großartig. Was hast du im Schrank gefunden? Eine überaus merkwürdige Marke. Sieht wie ein Hausabzeichen aus. Ich wette, das öffnet Haustruhen. Ich nenne sie Haustruhen. Ich habe sie in Gryffindor gesehen und gehört. In den anderen Gemeinschaftsräumen gibt es auch welche. Halte nach ihnen Ausschau. Okay, ich das hoffe, weiß du machst weiter. Bei so viel Mühe ich weiß auf jeden Fall, wo diese Haustruhe ist. Ich sollte das erledigen und die Slytherin-Haustruhe finden. Ja, ich hab die ja schon gesehen. Also, das ist nicht so schwierig. Wir können auch da schnell hinkommen. So. Ja, ist ein bisschen Rumrennerei gerade. Ein bisschen nervig, aber naja, was soll's. Was tut man nicht alles? Für etwas Neues. So. Ja.
Huch. Echt wahr? Ist doch ganz schön weit gewesen, so jetzt aber. Ich meine, ich stand hier nämlich nur so rum, diese blöde Truhe. Das ist meine Haustruhe. Ich brauche wohl noch mehr Hausmarken, um sie zu öffnen. Ach, guck mal. Viel mehr, wie es aussieht. Da brauchen wir einige anscheinend. 16 Stück, okay. Das sie ist gar nicht mal so wenig. Gar nicht vorstellen, wie umständlich das ist gar nicht mal so wenig. Gut, gucken wir auf den Aufträgen. Dracheneffekte, eine besondere, alles nur Koboldgack. Der Mann und der Mond. Flüchtige Begegnung, nehmen wir nochmal. Machen wir gleich. Ich glaube, ich würde einmal ganz kurz nochmal Talente vergeben. Da haben wir einen. Wenn du einen Zauber, einen Effekt. Was ist das? Und da haben wir auch was erreicht wieder. Das ist schon mal gut. Und dann müssen wir die Ausrüstung angucken. Okay. Wir müssen auf jeden Fall einmal in den Turm rein, glaube ich. Macht das keinen Sinn. Und zwar... Okay, wir gehen erstmal hier hin. Los geht's. Los geht's. Gehen wir einmal kurz runter in die... In den Haus der Raum der Wünsche. Ich erwarte noch mal mein von Objekt und Gegner alternative Formen, ob Rätsellösung oder harmlose Schicksal. Okay. So, erstmal was hier identifizieren. Das sieht gut aus. Und dann gleich mal unsere Rüstung hier ändern. Also, wir haben auf jeden Fall hier Hausbekleidung. Haben wir jetzt ja die, ne? Könnten aber auch diese haben, die wesentlich besser ist. Der Teil allerdings runtergeht, aber dann die Offensive ist schon mal höher. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Wir müssen ein bisschen mehr Schaden machen. Also, den nehmen wir. Und was gab's noch? Nichts Besonderes bei. Ist schon der Beste fast. Schon ganz gut hier, ne, das Ding. Eigenschaftsstufe 3 gibt es hierfür sogar. Das machen wir mal. Was hatten wir? Jeder Verteidigung ein bisschen runter, aber dafür ist die Offensive sehr hoch. Das machen wir auch mal. Alles gleich. Bei ihm viel. Gut, mehr haben wir hier gar nicht. Hier haben wir was gefunden. Okay. Kann man schon ändern, aber bringt eigentlich nichts, ne? Nee. Gut. Dann müssen wir einmal unsere Werte dafür ändern. Wo war das?
drüben beim Webstuhl. So, dann wollen wir mal gucken. Also, hier gibt es erhöhte Schaden gegen verfluchte Ziele. Unverzeihlich 1. Ist ja eigentlich nicht schlecht. Aber wir könnten auch einen Dreier reinpacken, und zwar verbrennen. Erheblich erhöht der Schaden durch alle schädlichen Zaubersprüche. Natürlich noch besser, ne? Weil ich Nieselfell habe ich gar nicht. Das ganze Kram habe ich gar nicht. Nieselfell. Muss ich es finden? Erhöhter. Anne, geht es immer schlechter. Wenn die Chance besteht, dass das Relikt aus Slytherins Zauberbuch ihr helfen kann, muss ich es finden. Dafür brauche ich deine Hilfe. Triff mich außerhalb von Feldcroft, in der Nähe der Katakomben. So. Dann würde ich das Nieselzeug mal finden. Verbrennen lassen wir drin. Das finde ich dumm. Dann möchte ich auch wieder Verbrennen drin haben. Incendio. Incendio, Incendio. Cool, das ist die Frage, habe ich Incendio auch immer drauf? Kann ich es nicht haben, ne? So, das Confringo. Das Incendio. Ist eigentlich den Schaden, den ich nutzen müsste, um höheren Schaden zu bekommen, ne? Muss man da reingehen. Gehen wir rein. Mal gucken, ob ich irgendwas anderes machen kann, was besser ist. Also das ist erhöhter Schaden gegen verfluchte Ziele. Und das ist... erfüllt wird. Es gibt keine coolen Eigenschaften, die ich hier habe. Ich könnte das hier höchstens machen. Und die schon höher macht. Dann machen wir schon höher. Und hier machen wir es auch. Erhöhter Schaden durch alte Magie. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir das hier überhaupt noch verstärken können. Verbesserung anzeigen. Die merken wir gerade nicht machen. Aber es war schon ganz gut. Waffen verbessern. So, Krötenwarzen. Und ich von so Kröten bekommen, die wir gesammelt haben, vielleicht. Können das ja mal hier, die können die ja mal rauslassen. Ach komm, wir haben ein paar, haben wir gesammelt. Ich finde, sie sollten stolz auf all ihre gebrauten Getränke sein. Dann gehen wir mal hier durch. Und dann müssen wir auch die Tiere hier irgendwie finden, die wir. Wir können erstmal ein paar rauslassen. Achso, hier können wir nicht genug, hier können wir keine mehr rauslassen. Gegessen haben die alle. Das heißt, wir können hier eigentlich nur Dinger reinmachen, oder? Nein! Snipplers.
Das müssen wir jetzt nochmal mit dem machen hier. Huch. Gut, dann gehen wir nochmal hoch zu den anderen, zu den Testralen. Gucken, was wir da. Ob ich da noch welche rauslassen kann? Bestimmt. Den Platz muss ich da noch haben, oder? Nein. Ah, dumm bei mir. Was brauchen wir noch? Futter? Na gut. Bin ich mal nicht so sein. So, können wir hier welche rauslassen? Ne, nur den hier. Okay. Und? Ein bisschen Futter? Dann sammeln wir ein bisschen was ein von dir. So, wen ist die Recruit? Okay. Die anderen müssen wir jetzt oben rauslassen. Wir haben ja noch einen Raum bekommen. Ich weiß gar nicht, wie viele man mit den Taschen fangen kann, muss ich zugeben. Ah, das ist ja gut. Muss man die extra runterlaufen. Level gelöst. Oh, hier passt auch perfekt für die Kröten. So, ich will auch nicht so sein. Nein. Nein. Futter. Was haben wir, diese Krötenwarzen, die wir brauchen? Ne? Jetzt können wir jetzt eigentlich nochmal hingehen und gucken, ob wir da was noch verstärken können von unserem Kram. Oder war der Weberstuhl nicht unten irgendwo? So, ne, das Ding, ne, da. Das können wir verbessern, das machen wir mal. Ich finde, Sie sollten stolz auf all Ihre gebrauten Tränke sein. Gut, also jetzt haben wir uns ein bisschen stärker gemacht. Ich weiß nicht, wie viel das jetzt reicht, aber es muss auf jeden Fall reichen für ein paar Sachen. So, dann sammeln wir gleich mal ein hier.
So, ein paar Getränke mitgenommen. Ich wollte fragen, wie man das Ambiente des Raumes ändert. Nee, das wollte ich gar nicht. Vielleicht ein anderes Mal. Ja, jetzt wollen wir jetzt mal rausgehen und mit dem einen Hyopai noch reden, da. Ups, falscher Weg. So. Denn da ist auf jeden Fall auch noch was zu holen. Nicht die restlichen Hausmarken, sondern da. Auftrag war voll. Das Einzige, der Kobold gar kann. Macht schon Sinn, damit jemanden zu reden, der das kann. Der uns vielleicht helfen will. Oh Mann, das ist auch ein Weg hier, du. Hallo. Hallo, Amit. Hast du nicht mal erwähnt, dass du Koboldogak sprichst? Habe ich. Ich meine, tue ich. Sprechen. Hat das was mit dem Kobold zu tun, mit dem ich dich in Hogsmeade gesehen habe? Genau. Er heißt Lodgok. Wir könnten deine Hilfe gebrauchen. Er wartet bei einer Koboldmine auf mich. Wärst du bereit zu helfen? Natürlich. Wie aufregend. Ich meine, nun ja, kann das gefährlich werden? Ich glaube, er will mir bloß etwas zeigen, das mit Koboldogak zu tun hat. Er ist ein Freund von Sirona, wenn das hilft. Das ist gut zu wissen. Wenn Sirona ihm vertraut, fühle ich mich gleich viel besser. Lodgok wartet schon. Wollen wir? Sofort. Ich wollte nur kurz die Aussprache von ein paar Begriffen überprüfen. Wir sehen uns dort. Natürlich sehen wir uns dort. Das ist nur Koboldogak. So, da eilen wir jetzt nochmal schnell hin. Auf die Weltkarte. Mein Gott, das ist immer alles so weit weg, aber wir können hier hinfliegen. Ja, dann kommen wir auch da leichter hin. Müsste ich einfach mal rumfliegen und alles schon mal freischalten irgendwie. Wer hier wohl wohnt? Vorhin habe ich nicht mehr gesagt, wo wir hin sollen, aber sagt, wir sehen uns dort. Hui. Das sollte ich untersuchen. Wo wir schon hier sind, können wir gleich mal... Kann das sein? Eine machen. Prüfung Merlins? Los. Revelio. Ich frage, was für eine Prüfung das sein kann hier. Ach, eine Kugel. Okay, eine Kugel und die muss wohin? Muss die hier runterrollen vielleicht? Ah, da hinten ist das Ding, okay. Gut, dann lass uns mal da runterholen. Wir machen die Pulse. Mause rollt schon mal. Oh, super schnell. Impulso!
Da wäre selbst Merlin stolz. So, jetzt haben wir auch nicht gut noch. 10 von 10 haben wir jetzt sogar fertig, habe ich gerade gesehen. Haben wir gut. Haben wir gut. Gut, Herausforderung abgeschlossen. Mehr Platz für Ausrüstung. Okay, das ist gut. So. Aber jetzt da drüben hin. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Verstehe ja schon. Ein Freund, der Koboldogak spricht, wird uns hier treffen. Könnten Sie mir vorher vielleicht sagen, warum wir hier sind? Natürlich. Leider hatte der Helm von Erdcott auf Renrock nicht die Wirkung, die ich mir erhofft hatte. Er wusste bereits von dem Diebstahl und nahm an, dass ich mir Hilfe von Hexen oder Zauberern geholt hatte. Wie sonst dachte er, dass der Helm zu den Kobolden zurückkehrt? Es scheint, als habe er kein Interesse an einer Versöhnung. Wenn es um Renrock geht, fürchte ich, können wir kein vernunftbegabtes Denken erwarten. Verdammter Bragbor mit seinen Büchern. Bragbor? Ein Vorfahre von Renrock, der sich auf Metall verstand. Sollen wir zusammenarbeiten, muss ich Ihnen wohl mehr erzählen. Vor kurzem sollte ich Renrock einige Bücher von Bragbor besorgen, die entdeckt worden waren. Sie beschrieben Behältnisse, die Bragbor für eine Gruppe von Hexen und Zauberern anfertigen sollte. Was meinen Sie mit Behältnisse? Große magisch verstärkte Behälter, gefertigt aus Koboldmetall. Renrock heuerte Verstärkung an, um mir bei der Suche zu helfen. Wir sollten an Orten suchen, die mit 5 Namen aus den Büchern zusammenhingen. Rackham, Fitzgerald, Bacar, Morgannak und Rookwood. Schloss Rookwood? Dort begannen wir mit der Suche. Warum sind Renrock diese Behältnisse derart wichtig? Er ist an ihrem Inhalt interessiert. Seit Jahrhunderten weigern sich Zauberer, magisches Wissen mit Kobolden zu teilen. Nicht mal Zauberstäbe dürfen wir benutzen. Daher haben viele Kobolde, mich eingeschlossen, Hexen und Zauberern ein Leben lang misstraut. Renrock war überzeugt, dass die Behältnisse eine magische Kraft enthielten, die die Zauberer für sich behalten wollten. Er war, ist entschlossen, sie für die Kobolde zu sichern. Doch... Da kommt mein Freund Ameth. Am besten besprechen wir das später weiter. Ich grüße Sie, Lord Gok. Es ist mir eine Ehre. Sie sprechen Koboldogak? Oh, Bagaleo. Genug. Bitte sagen Sie mir, dass das kein Koboldogak sein sollte. Ich, nun tja. Vielleicht war meine Aussprache nicht ganz richtig. Vielleicht ein anderer Dialekt? Aussprache ist nicht das Problem. Ich erkenne das kaum als Sprache wieder. Ich schätze, dass Sie Koboldogak besser lesen, als Sie es sprechen können. Das kann ich, Sir Lord Gok. Nur Lord Gok? Glücklicherweise brauchen wir nur jemanden, um schriftliche Pläne zu entziffern, da ich nicht mit Ihnen kommen kann. Was für schriftliche Pläne? Und warum können Sie nicht mit? Wir brauchen einen Hinweis auf Renrocks Wissen oder Vorhaben. Ein achtloser Anhänger hat womöglich Pläne zurückgelassen. Und ich kann nicht mitkommen, weil Renrock auf keinen Fall von meiner Anwesenheit erfahren darf. Sie müssen vor allem ungesehen bleiben. Vom Auge über der Zaubertür und herumlungernden Anhängern. Immer mehr über die Tür. Was ist das für eine Tür? Was müssen wir noch über die verzauberte Tür wissen? Die Tür bleibt verschlossen, solange das Auge sie sieht. Sie beide müssen unsichtbar sein, um hineinzugelangen. Nach allem, was ich über Zauberermagie weiß, sollte das nicht zu schwer sein. Ameth und ich schaffen das. Ich warte auf Ihre Rückkehr. Dann also bis bald. Okay. Muss ja irgendwo da hinten sein, anscheinend. Da müssen wir rein. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Ich glaube, das war jetzt schon wieder lang genug. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.